Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo. In der heutigen Review stelle ich euch die Band Hellgrazer vor mit ihrer Best-of-Platte Acoustic Horror Symphonies. Kommt jetzt am Wochenende raus. Warum stelle ich euch das Tape vor? Ganz einfach. Ich finde das im Vergleich zur regulären Best-of, die auch auf CD und Vinyl erscheint, deutlich spannender und nochmal einen neueren Anstrich von der Band, das man bis dato nicht so kannte. Ich fange erstmal mit der regulären Best-of an. Also wer die Band so ein bisschen verfolgt hat, die Jungs kommen aus Großraum NRW. Horrorpunk gibt es jetzt 10 Jahre ungefähr, oder sagen wir mal so, vor 10 Jahren erschien der erste Output. Und was haben die bis dato veröffentlicht? Diverse EPs, ein Studioalbum, sonstige Singles. In den letzten, sagen wir mal, 4-5 Jahren waren die nicht so ganz die aktivsten, aber jetzt sind sie wieder zurück, zwar mit einer Best-of, aber ja, wie ich finde, machen halt auch viel für die Fans. Also ne, ihr kriegt halt verschiedene Medien dazu, wie ich gerade schon sagte. Also ihr habt eine CD, LPs könnt ihr kaufen oder halt das Tape. Und da sind im Prinzip alle Veröffentlichungen, die bis dato erschienen sind, auf einen Tonträger drauf. Das Ganze wurde nochmal anständig remastert, gibt nochmal einen eigenen Anstrich. Da wurde auch, wie gesagt, ne, so ein bisschen Geld in die Hand genommen, damit es nicht so lieblos, einfach so dahin gerotzt ist. Ne? Und hier finde ich persönlich, hat man deutlich einen kleinen Benefit, wenn man sich diese Platte holen sollte, dadurch, dass da echt wirklich ein bisschen Herzblut noch oben reinfließt. Und ja, die Songs, wie ich gerade sagte, ist eine Zusammenstellung aus den bisherigen veröffentlichten Tracks. Finde ich sehr, sehr stark, ehrlich gesagt, dass man alles kompakt hat und sich nicht irgendwie einzeln zusammenkaufen muss. Es ist ja immer so die Sachen, wenn eine Band EPs veröffentlicht, ein Album oder sonstige Singles, und manche Sachen sind dann limitiert, man bekommt die nicht oder man bekommt die nur auf Spotify. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, und hier bekommt man echt alles auf einen Tonträger, besser gesagt auf 3, CD, Vinyl und Tape. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum hältst du das Tape hier in die Kamera? Aus dem einfachen Grund, es ist eine Akustikversion, also ihr bekommt hier die Songs. Back from the Dead, Genie's Sweet Revenge, Bloody Mary, Mother of Them All, Bloody Moonlight Dance, Julia, Freddy is Back, Fright Guys, Blood Traces, Go, Hellgrazer, Go, Frozen Heart, Vampire Girl, Slave of the Night, eine Akustik-Demo-Version. Ich werde euch das Ganze mal hier vorlesen, was hier drin steht zu dem Album. This tape contains acoustic demo recordings of the complete Symphonies of Horror album. All songs written, performed and recorded by Slaughterlamp. Tape layout by Chris. Cover artwork and logo by Roberto. Ja, also ihr habt hier nochmal schwarz auf weiß. Das komplette Album wurde nochmal in einer Akustik-Version aufgenommen. Ist eine Demo-Aufnahme und natürlich bietet sich bei so einer Klangqualität natürlich Tape an. Ne? Tape ist ein Magnetband. Magnetband steht halt nicht so für das hochwertigste audiophile Erlebnis. Ne, da gibt es andere Tonträger, und von daher kann man das ja noch jetzt nicht verübeln, dass man das jetzt hier auf Tape veröffentlicht hat. Ich finde immer, Tape hat etwas Besonderes, einen sehr, sehr schönen, tollen Charakter. Hat mir auch ja vor 2 Monaten ein eigenes Tape-Deck geholt. Und hier nochmal die ganzen Rock-Songs auf Akustik runtergebrochen, auf diesen Tonträger zu bekommen,
war für mich der Entschluss, euch das hier, wie gesagt, mit vorzustellen. Vielen Dank nochmal an die Band. Die hat mir die LP geschickt und hier das Ding. Ich finde beide Sachen großartig. Ne? Ich hatte es ja gerade erwähnt, diese ganze Collection, die zusammengestellt ist auf LP. Ich würde an eurer Stelle, wenn ihr an der Vinyl-Version interessiert seid, da schnell sein, weil einige Farben neigen sich so langsam dem Ausverkauf. Ihr findet alle Links zu dem Bandcamp-Account von den Jungs unten in den Kommentaren. Ja, wenn nicht, hier eine Tape-Version gibt es auch. Die Akustikversion von den Songs. Und ich würde sagen, das war's auch hier für heute, für unserer kleinen Review. Hellgrazer mit Acoustic Horror Symphonies, beziehungsweise Symphonies of Horror, unserem Mosch-Check der Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Passion, you know, for the passion of the music.